Das ist ganz praktisch. Alles begann mit Crota. Huch. Doch Crota war nur ein Diener seines Vaters, gesandt, um auch das letzte Licht zu ersticken. Die große Schlacht um die Seele unserer Welt endete in einem Blutbad. Der Sohn war tot. Wir zogen den Zorn von Oryx auf uns, des Zerstörers des Lichts, Besetzer des Willens. Nur die Aszendentenschar bewegt sich zwischen Rissen. Willst du Oryx, musst du in den Fußspuren des toten Sohns wandeln. Du musst ein Aszendent werden. Was man nicht alles tut, um ein Held zu sein, ne? Machen wir. Oh, wir können gleich auch wieder Sparrow fahren. Das ist ja cool. Darauf freue ich mich schon. Zwar nicht lange, aber ein bisschen. Vielleicht. Wenn der Ladebildschirm irgendwann vorbei ist. Also nicht jetzt, aber gleich. Wenn es weniger schwarz ist. Dann könnte es losgehen. Vorher aber noch nicht. Erst muss das Ganze geladen werden. Das dauert auch nur noch eine halbe Stunde. Habe ich schon erwähnt, dass die neue Festplatte übrigens die Ladevorgänge beschleunigen sollte? Mist, wir können keinen Sparrow fahren. Halte dich an Tolens Tagebuch. Es hat mir durch meine Zeit in der Finsternis geholfen. Halt deine Pistole schussbereit, Hüter. Du musst dich zurück zu der Kammer begeben, in der sie Krotas Seele aufbewahrten. Das mache ich gleich. Ich muss nur kurz was gucken gehen. Dann geht's los. Ist das hier? Ach, Junge. Oh. Den habe ich ja völlig übersehen. So. Ey, was? Aua. Nein. Nicht noch einer. Nein. 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 So. Ist das jetzt hier oder woanders? Huch. Ich glaube, das ist eine andere Richtung. Wo ist er denn jetzt? Da ist einer. Zielen kann ich ja auch aus dem FF, ne? Im Schlaf kann ich das. Nur weiß ich halt selbst manchmal nicht, worauf. Diese Ritter wären übrigens viel gefährlicher, wenn sie das mit dem Timing besser hinkriegen würden. Die verbrauchen ihren Schutzschild und ihre Heilung immer viel zu schnell. Da klingt jemand voll motiviert. Ja, ich bin gerade konzentriert auf der Suche nach dem Ort, den ich meine. Ich hätte das total leicht gefunden, wenn wir von außen in den Tempel hätten reingehen können. Aber wir sind jetzt direkt reingeworfen worden. Und jetzt weiß ich das halt leider nicht. Egal, dann machen wir jetzt erstmal die Quest. Und holen die Kiste immer noch nicht. Tut mir leid. Müssen wir irgendwann nochmal auf den Mond. Wir haben halt schon echt viel Zeit auf dem Mond verbracht. Das ist ja wirklich das kleine Manko an Destiny. Es ist halt wirklich ein und dieselben Karten immer wieder und wieder und wieder verwendet werden. Ich meine, die sind echt gut gestaltet. Gar keine Frage. Die sind wirklich liebevoll gemacht. Aber sie werden ein bisschen zu sehr ausgeleiert. Ich finde es völlig okay, dass nicht nur dass so eine Karte nicht nur für eine Quest verwendet wird.
Und ich find's auch toll, dass halt eine Karte aus mehreren Gebieten für verschiedene Quests besteht. Also, dass man in jeder Quest überall hinlaufen kann, dass aber nicht alles für eine Quest benutzt wird. Und dass es trotzdem so ein paar Quest-exklusive Gebiete gibt. Finde ich auch toll. Trotzdem... ich fände es schön, wenn es pro Planet... Also, ne? Pro Raumkörper. Der Mond ist ja kein Planet an sich. Sondern eine Art Trabant. Wenn es mehrere Karten darauf gäbe, die sich dann halt auch ein bisschen abwechseln. Zum Beispiel die Erde. Das muss ja nicht nur Alt-Russland sein. Wenn der Mond nur eine Karte hat, ist es okay. Aber die Erde, die Venus, der Mars... Gut, das ist also der Plan. Wir müssen ein Stück Scharkristall stehlen, das nach Spuren von Krotos Seele enthält, damit wir ein interdimensionales Portal auf dem Grabschiff passieren und Oryx meucheln können. Habe ich was ausgelassen, Eris? Es muss vollbracht werden, bevor Oryx sein Wahrsagen des Aurelinders Finger zuwendet. Viel Glück, Hüter. Okay, wir haben also auch noch ein bisschen Zeitdruck. Mit Zeitdruck komme ich super klar. Aua. Ne. Ah, Leute. Hä? Hab ich alle? Ich hab alle. Alle weg. Jetzt. Da ist wieder so eine alte Runkelhexe. Toll daneben. Der zweite Schuss saß aber. Das Problem ist, mit diesem Scharfschützengewehr soll ich ja Doppelkills machen. Doppelkills mit dem Scharfschützengewehr sind gar nicht so leicht. Es sei denn, man macht das so. Dann geht's eigentlich. Aber Scharfschützengewehr aus der Hüfte abfeuern, das ist halt auch nur was für Profis, ne? Wisst ihr gleich, mit wem wir es zu tun haben? Ja. Links nicht? Rechts? Rechts. Tolens Tagebuch enthält eine beeindruckende Menge Daten. Ich sollte es vielleicht mal lesen. Fertig. Manches ist wirklich faszinierend. Also bitte. Ein Grabschiff schirmt die Schar vor dem Licht des Reisenden ab. Sollten wir durch sein tiefstes Inneres gehen, würde unser Licht einer sterbenden Sonne gleichen. Ich glaube nicht, dass Toland ein Partytiger war. Ey! Psst! Ich will dich ja nicht beim Essen stören. Ja, und sonst so? Der lässt sich ja echt gar nicht aufhalten. Es ist typisch. Sie stehen immer auf, wenn ich sowas sage. Als ob sie mich hören könnten. Ah, die Geräusche hier sind so... Ah, schlurps, schlurps. Hüpf. Das sind noch mehr von denen, die sich so überhaupt nicht beeindrucken lassen. Auf den Arsch! Und... Auf den Arsch! So haben sie es gern. Mit so einem kleinen Elektroschock, das stimuliert. Ja? Oder ist Arsch zu vulgär? Soll ich lieber sagen, dass ich ihn das Hinterteil versohle? Wenn die Leibeigen noch fressen, dann muss Kurtas Essenz noch bestehen. Ja, die Logik sehe ich auch. Und weg. Na, der ist noch da.
Ach seh an, Mondaufklärung auch abgeschlossen. Huch. Was man alles so nebenbei machen kann, ne? Oh. Dilidi. Dilidi. Ich habe mich immer gewundert, was sich durch diese Knochen gefressen hat. Kein mikrobisches Leben hier ist fähig, organische Materie zu zersetzen. Die Leibeigenen sind wahrscheinlich das auf dem Mond, was fleischfressenden Bakterien am nächsten kommt. Auch wieder so eine Sache, die ich nicht weiter hinterfragen möchte, um dem Spiel keine peinlichen Lücken aufzuweisen. Trotzdem seltsam. Nach dem Raupenstream frage ich noch, ob Arsch zu vulgär ist. Ja. Ja, natürlich. Ich fand nicht, dass die Raupen jetzt sonderlich vulgär wären. Hä? Ach, da guckt er hin. Ach, da guckt er hin. Lass mal sehen, ob etwas darüber in Tolens Tagebuch steht. Diese Steine. Man findet sie immer in ihren Kampfarenen. Tragen sie zu ihrer Stärkung bei? Oder sind sie einfach nur ein Überbleibsel einer vergessenen Zeit und eines vergessenen Reiches? Die Schar feilt unaufhörlich an ihrer Stärke. Sie verstehen nicht so ganz, was es heißt, tot zu sein. Ich habe dieses Sprichwort gehört, was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker. Doch was bedeutet das im Angesicht der Unsterblichkeit? Hm. Ich finde, das sieht sehr nach Perlmutt aus. Die Schar sind eigentlich Muscheln. Ja. Hier. Ach so. Mann, wenn sowas immer Geräusche macht, das irritiert mich total. Ja, hier ist nix. Wie, was? Man kann meine Vorlieben hier aus dem Stream erahnen? Das dementiere ich. Leute, ihr wisst schon, dass ich den Chat lesen kann, ja? So. Hier oben höre ich auch noch einen oder vier. Ich muss ja sagen, diese Tempel sind schon ein bisschen bedrückend von der Stimmung her. Bedrückend und morbide sexuell. Und ja, ihr habt ja recht, irgendwo habe ich eine Schwäche für Morbides und Sexuelles. Hallo und herzlich willkommen im Stream Longboard, yeah! Ist hier drüben auch noch jemand, der was auf dem Hintern möchte? Nee, oder waren wir hier schon? Und hüpf. Das ist jetzt wieder so ein Quest-exklusiver Teil, ne? Sieht auf jeden Fall mega aus. Das hier ist übrigens eine dieser Dildo-Vibrator-Lustraupen. Im ausgewachsenen und inzwischen verendeten Zustand. Also so groß werden sie dann, wenn sie völlig fertig sind. Und halt vor allen Dingen auch so lang, ne? Die Schar brauchen sowas. Aber nur zur Fortpflanzung, ne? Dilidi. Bugs, der Grabpfleger? Niemand weiß, ob diese Knochen zu einer Schar-Art gehören oder einer anderen Rasse, die die Schar entdeckt hat. Doch Tolen scheint davon überzeugt zu sein, dass sie sich durch das Mondgestein gewühlt haben, um diese Festung zu bauen.
Ich hab doch gerade gesagt, was das für eine Rasse ist. Na gut, und jetzt habe ich da unten so einen kleinen Oger. Und rumblitzen kann ich auch, also... Und immer auf den Hintern. Huh. Oh. Fake. Ups. Ich glaube, Oryx nahm sich gerade einen Oger an. Ach nö, ne? Mal Oryx kann einen Oger kontrollieren. Es sei denn, er ist besessen. Schnell jetzt. Ich brauche einen Splitter des Kristalls. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ich dachte eben, ich habe den voll fertig gemacht und dann haut er einfach ab. Stiehl den Kristall. Ich habe mit den hart erkämpft. Ich stehle doch nicht. Wir haben den Kristall. Ich wusste, es könnte vollbracht werden. Und enthält er immer noch den Fetzen von Crotas Seele? Meiner Analyse zufolge ist der Kristall leer. Macht nichts. Kehre zu mir zurück, Hüter. Und wir werden Oryx vernichten. Wir verlieren dich. Hüter, kannst du mich hören? Aeris? Kate? Sieht so aus, als hätten wir sie verloren. Etwas blockiert unser Signal. Oh. Und unseren Teleport. Infektion, dein Licht stirbt hier. Ach, ich hab's doch gewusst, ey. Es sind so viele von ihnen. Lauf! Ach, ich hab's doch, ja, ist doch klar. Aeris hat überlebt, ihr Geist aber nicht.